Hallihallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Let's Play Minecraft auf der PS4 mit und von eurem Das Steffen zockt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß wie immer und wir legen auch gleich einmal los und werden natürlich drüben im Dorf wieder ein bisschen was bauen und dann einfach mal, dass wir uns da endlich mal das bisschen ein Haus am Bauen oder irgendwas. Da ich wir auch einen Zaun rumbauen. Und die Tür nehme ich mir auch noch mit. Bisschen Glas habe ich noch, das nehme ich auch mit. Und das brenne ich erstmal noch. So, gut. Dann gehen wir mal los zu dem Haus drüben und schau mal, was wir dann ein bisschen anbauen können. Weil ich wollte ja schon in den letzten Folgen eigentlich anfangen, eins der Häuser etwas zu erweitern und anzubauen. Aber nicht so wirklich dazu gekommen, warum auch immer. Aber das machen wir natürlich jetzt. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen in der Aufnahmesession. Ich werde eins von den größeren Häusern natürlich nehmen, wo ich auch Platz habe. Ey, lass mal fette Ruhe, du Petter, verpiss dich. Genau, Kuh, sag mal was. Geht da gar nicht, ne? Okay, das Haus sah von außen größer aus, als es ist. Da sieht man manchmal, sind das auch optische Effekte, die so ein bisschen täuschen, ne? Das sieht nicht schlecht aus. Da könnte man theoretisch anbauen. Oder auch nicht. Müssen wir mal schauen. Weil es hier gleich wieder runter geht. Oh, jetzt habe ich keine Erde mit. Aber die Kiste nehme ich mal mit hier. Kann man gut gebrauchen. Mal schauen, hier unten vielleicht eins der Häuser. Das war auch ein bisschen beengt. Und hier war auch nicht viel Platz. Welches Haus war denn das nochmal? Hier war ein Haus, das ein bisschen größer war vom Platz her. Jetzt muss ich jetzt aber erstmal wiederfinden, welches das genau war. Eins Haus war ein bisschen größer als alle anderen. Die leben auch alle ganz schön beengt hier, ne? Hau ab. Okay. Na, weißt du, wisst ihr, was wir machen? Wir bauen einfach an dem Haus hier noch an. So. Machen wir das weg hier. Und bauen hier noch ein bisschen an, theoretisch. Verpiss dich. Das braucht man. Das brauchen wir. Und eine Werkbank wäre praktisch. Eine neue Axt. Und dann erstmal noch ein bisschen Holz holen. Ich sehe, ich brauche nämlich Holz. Hab da ein kleines Holzmangelproblemchen. Das schlecht ist. Die unten will ich eigentlich ungern wegnehmen, weil die cool aussehen hier. Die stehen so wie auf einer Parade. Die lasse ich auch stehen. Da stehen da hinten ein paar Bäume. Da hinten stehen nämlich noch mehr Bäume, die wir das wohl nehmen können. Da müssen wir hier vorne nichts abholzen. Da holze ich lieber dann hier hinten ein paar Bäume ab. Na, sagt schon Eichenbäume. Nehmen wir mal den hier. So viel brauche ich ja nicht. Ich brauche nur das Rohholz, aber trotzdem muss ich da mal ein paar abfällen hier.
Okay, das ist Dschungelholz. Hier ist noch einer. Den nehmen wir uns auch mit. So, wunderbar. Haben wir noch einen, eventuell? Ja. Da steht noch einer, den wir nehmen können. Außer Megabaum. Da habe ich gerade keinen Bock. Nö, tschüss. Auf Megabäume habe ich gerade keinen Bock, was das angeht. So, jetzt muss ich erstmal das Haus wiederfinden, wo ich anbauen wollte. Hätte ich mal vielleicht mal markieren sollen. Eventuell. Aber finde ich ja wieder durch da eine Werkbank dran steht, außen. Das ist der Vorteil. Mal sehen, welches das war. Wer sucht, der findet. Ach, da oben war's. Okay, ich hab's gefunden. Da ist es. Gut. Aber Steine bräuchte ich eventuell auch noch. Weil so viele Steine habe ich nicht mehr. Ich habe nur noch die 9, ne? 1, 2, 3. Da machen wir das vielleicht auch so. 3 Holzbalken. 1, 2, 3. Dann kann man es einigermaßen symmetrisch machen, kann man sagen, dass es einigermaßen symmetrisch aussieht. Und mein Handy geht mir schon wieder bis auf den Sack, muss ich ehrlich sagen, mit den scheiß mobilen Daten, mit diesen Störgeräuschen. Das ist echt lästig. So, hier einer, da einer. Da einer. Da einer. Jetzt brauche ich noch 1, 2, 3 nach oben. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da sind dann nur noch 2, die ich brauche. Alles klar. Weil da habe ich schon mal so das Grundgerüst von dem Haus. Ich sehe, das Haus ist eigentlich eine Bett drin. Ich glaube nicht. Nee. Doch, ist es. Dann müsste ich hier den Durchbruch machen, theoretisch. Muss ich das Bett an eine andere Stelle stellen. Verpiss dich. Das ist mein Bett. Kannst woanders schlafen gehen, du Arsch. Ich weiß, das war jetzt gemein. Ich habe jetzt auch Minuspunkte gemacht dadurch, weil ich ihn geboxt habe. Da das Zeug ist etwas teurer, aber ist egal. Scheiß drauf. Was soll's. Die Hände werde ich eh kaum benutzen, daher ist das mir eigentlich relativ frille. Weil ich nutze die echt selten. Daher ist das nicht so das Thema, glaube ich. So, da ist noch ein Bäumchen. Ein Eichenbäumchen. Kann ich sehr gut gebrauchen. Das gute Eichenholz. Und nehme ich auch die zwei hier mit. Dann reicht es auf jeden Fall aus, das Holz, was ich noch brauche. Definitiv. Ja, hier wächst wieder Megabäumchen. Oh Mann. Sieht zwar cool aus, aber die im Abzufällen macht immer keinen Spaß. Das ist beschissen. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Nehmen wir uns doch gleich mal noch mit hier.
Und gleich noch einen Höhleneingang gefunden, das ist geil. Habe ich noch Fackeln? Ja, 3 Stück. Markiere ich mir mal an der Stelle. Bäm, bäm und bäm. So, perfekt. Ist nämlich dann praktisch, wenn man es markiert hat. Da findet man es dann schneller wieder, sogar bei Nacht. Und jetzt auch gleich Kohle, die ich auch sehr dringend wieder mal brauche. Na, habe ich doch gleich ja wieder ein bisschen was zum Abformen. Das ist doch perfekt. So, okay, das reicht erstmal. Damit bekomme ich das Haus, denke ich, erstmal in groben fertiggestellt. Eventuell, vielleicht auch nicht. Werden wir ja sehen in der nächsten Folge. Denn die Folgenzeit ist schon wieder ran. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß gehabt zuzusehen bei der Folge Let's Play Minecraft von der PS4 mit und von eurem Dorf Steffen zockt. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, noch einen schönen Dienstag. Und ja, wir sehen uns dann natürlich wieder am Donnerstag zur nächsten Folge Let's Play Minecraft. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Lasst euch nicht ärgern. Und ja, also bis denn wieder, euer Dorf Steffen zockt. Möge die Macht und das Minecrafter Blut mit euch sein, meine jungen Padawane und Minecraft-Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao mit Doppel-V.